So, Friends, willkommen zurück zu einem neuen Video von Cock Fantasy 16. Wir gucken, was Götz hier im Angebot hat und brauchst du was? Gehen mal dann guck dir ruhig alles an. Auf das Thema Bahamut ein. Beziehungsweise das suchen ist ein Test. Oh, jetzt geht's wieder. TTS. So. Jona hat das Problem gefixt. Du bist bestimmt klein Front an Nick, weil. Danke, perfekt. Oha, perfekt, danke Nick. Ach, Nick hat das Problem gefixt, oder was? Nee, ich dachte, gibt's kein Geld aus. Wenn wir sterben, kriegen wir das ja auch so. Es gibt nichts, was mich besser. Na gut, ich habe durch die Nebenmissionen sehr viel. Hast du alles, was du brauchst? Vielleicht kann ich irgendwas aufrüsten hier. Nee. Ach so, stimmt. Ich habe übrigens jetzt zurzeit gerade das Schwert Excalibur. Verdammten Platz. Ja. Warte mal. Kanalpunkte gehen auch nicht. Wir haben technische Probleme heute. Ich habe 10 Tage nie gestreamt und jetzt hasst mich Stream Elements. Ich habe manche Kanalpunkte deaktiviert. Okay. Also Nick, scheißt mir weit, weißt du Bescheid. So gut, Götzi Boy hier hat nichts für dich machen? Nö, nee, du hast so eine Stoff. Ich gehe mal wieder ins Bett ausruhen, bin noch ein bisschen kränklich. Oh, dann gute Besserung, Nick. Und ja, kannst du mit Jona der Hand geben? Drachenschweif liegt vor uns, Clive. Bei ihm dasselbe. Ohne ihn ist ganz Sturm von den Kristallen befreit. Weiter zum Kern? Na klar. Das wird auch Zeit. Aber Vorsicht. Bahamut ist hier noch irgendwo. Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. Das ist Datenschutz. Okay. Dann werde ich mich nicht weiter dazu äußern. Außerdem habe ich ja von Jona und DJ Johnson geredet. DJ Johnson ist ja hier im Chat. Und aktiv, nicht passiv. Oh, Alter, die Mucke, hört ihr das? Auch die Entscheidung gerade, ne? Weiter zum Kern, das hatte Zerstörung. Schon sowas Endgültiges irgendwie, ne? Ich vermute ja, es gibt gleich einen krassen Fight gegen Bahamut. Spürst du das auch? Alter. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akasisch. Dann gibt es keinen Grund zur Rücksicht. Ja, doch, das heilt mich tatsächlich, wenn ich die Dingsflamme mache. Okay, krass. So, also alles, was jetzt kommt, kenne ich natürlich noch nicht. Das letzte Video war ja quasi, was jetzt zweimal aufgenommen, aber. Wirkt alles übelst traurig. Ach ne, ja, jetzt sind wir natürlich wieder hergekommen. Logisch. Junge, Junge, ich schaff's sogar, mich in dem linearen Spiel zu verlogen. Boom.
Dam, 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 dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit und dann gibt es einen Gangbang. Leech. Oh, das ist aber ein neuer Gegner. Oh, ist. Broken as fuck, bitch! Augenrollen. Ja, eigentlich brauchen wir diesen Tony Stark-Emote, Jonah. Der ist eigentlich wie gemacht für dich. Den brauchen wir eigentlich wirklich hier. Ich weiß aber nicht, ob man den verwenden darf oder ob das Copyright irgendwie ist in irgendeiner Form. Boah, was war denn das, Alter? Aktivitätsfeed muss ich übrigens so neu einfügen, Jonas. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Also, einen Weg nach oben, sagte sie und leckte meine Hoden. Ja, ist alles kaputt, weil ich 10 Tage nichts gemacht habe. Hat mir das Ding nachgetragen. Hat Twitch und Stream Elements gesagt, fuck you. Du ne Bitch. Oh, Alter. Ist das der Phönix? Joshua. Was tut er da? Er will Bahamut ablenken. Joshua! Joshua! Nicht, Clive. Das ist zu riskant. Scheiße. Warte, Joshua. Ich komme. Was könnt ihr jetzt sagen? Anna! Aber dafür müssen wir weiter. So. Ey, was? Huch, scheiße, falschen Knopf gedrückt. Was ist denn hier los? Okay, den hat's doch weg. Stimmt, Odin haben wir dann auch noch als Gegner, ne? Gegen Odin sind wir auch noch nicht angetreten. Aber ich glaube, jetzt wird es erstmal Bahamut. Alter. Joshua! Ich bin hier, Bruder! Auf jeden Fall danke fürs Fixen vom Teil des. Hey, der ist. Ah ja, neue Gegner nähern sich. Echt? Das ist halt schon ein Gerücht.
Oh, was sind das für Kunde? Komm her, ja, Sprecher. Was denn, konntest du jetzt nichts mehr machen? Oh, das tut mir aber leid. Oh, was ist das, Alter? Tränen. Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich ganz genau so, my friend. Richard, geht drauf jetzt endlich mal. Ja, endlich. Oh, weiter. Okay, krass. Er wird das schaffen, Clive. Er ist ein Kämpfer. Sind schon nah. Jawohl. Jemanden anscheinend schon nah genug. Alter. Die Mucke, Mann. Sicher nicht. Geil. Necrophobus, okay. Kann mich der Chat mal loben hier für dreimal perfektes Ausweichen? Mit Gottes wirklich wild, ne? Ah!
5-mal perfektes Ausweichen. 6-mal. Perfekter Konter. Tiefer senken. Was? Elementare Dissonanz? In dein Ass, Bitch. Wow, was ist das, Alter? Oh, das waren die perfekte Leute. Einfach die Attacke war falsch, weil ich glaube, ich sollte mal austauschen. Ey. Scheiße, das wollte ich nur für das gebrochen sein aufheben. Und der Sprichwort jetzt hier. Was? Greif an, dunkel. Oh Scheiße, was macht denn der Typ? Hunde! Oh, das... Das Ding ist wirklich das, als der Ionenschlag, Teddys Lieblingsangriff quasi, ist echt, boah, der bämst echt rein, anders kann man es nicht sagen. Boah, Kunde. Und Big Pain in the ass. Boom. Boom. Oh, Level Up? Nee, kurz davor. Gunst der Erden. Titanische Gerade auf einem Schlachtfeld gefunden. Rückstände elementaren Essens erhöht den Schaden von Titan. Achso. Der Titan nutzt sicher leider. Diese Wesen. Sie werden stärker. Darüber denken wir später nach. Jetzt sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Den Kern.
Oh, she's sweet but psycho. Little bit psycho. Mama, mama, mama. Vielleicht kommen wir durchs Innere weiter. Versuchen wir es. Das denke ich mir auch immer beim Eindringen. Vielleicht kommen wir ja durchs Innere weiter. Oh! Du bist es! Alter! Was ist dir passiert? Er hat versucht, ihn mir zu nehmen! Oh, mein Junge! Mein lieber Junge! Ist dies etwa das Kind von dir und dem Kaiser? Wieso, Mutter? Wieso hast du uns verraten? Wage es nicht! Antwortet ihm. Was fällt dir ein, Wildling? Ein wenig Respekt, wir haben dich aufgezogen. Der ehrwürdige Elwin dachte stets an sein kostbares Reich. Doch welchen Wert hat das noch in einer Welt geplagt von Fäule? Es ging Vater nicht darum, sein Reich zu schützen. Er wollte die Menschen schützen. Es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers zu beschützen. Er muss die Quelle seiner Herrschaft sichern. Das blaue Blut, das in seinen Adern fließt. Solange das rein ist, spielt es doch keine Rolle, ob ein Reich untergeht. Man gründet einfach ein neues. Im Gegensatz zu ihm habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Erbe bewahrt. Ich habe einen Sohn von so edlem Blut, dass die Welt ihn vergöttern wird. Deshalb verkaufte ich Rosaria an Sanbreck. Die Vereinigung meiner Linie mit den Lesage hat diesem geplagten Land einen Retter geschenkt. Mit dem Segen von Bahamut und dem Phönix. Ein ganzes Land verkauft für so etwas. Alter. Unsere Mutter ist eine Bitch. Ich hatte nichts. Du warst ganz klar deines Vaters Sohn. So stark und kühn und verwegen. Und doch bist du nie erwacht. Hätte Joshua auch nur ein Zehntel deiner Kraft gehabt. Wie alle spotteten, dass Elwins Erstgeborene der Sohn einer Konkubine sei. Und meiner dem Tode geweiht. Diese Schmach, ertragen zu müssen, wie Untergebene über mich lachen. Ein Gefühl, das du nie verstehen wirst. Warum warst du es nicht? Warum hat der Phönix nicht dich auserwählt? Joshua hat sein gesamtes Leben die Last geschultert, die du, der Phönix und das Herzogtum ihm aufgezwungen haben. Deshalb wurde ich sein Schild, um ihm dabei zu helfen. Und was hast du getan? Deine Familie hintergangen. Und deinen eigenen Sohn hast du geopfert! Joshua, mein lieber Junge. Ich wollte ihm nie wehtun. Sie hatten klare Befehle, ihn zu verschonen. Aber die ist doch gestorben, Mann. Erlebt, während mein geliebter Sohn gestorben ist. Was? Hast du nicht aus dem Fenster gesehen? Joshua ist hier! Der Phönix lebt noch! Er kämpft da draußen gegen Bahamut! Okay, der Phönix lebt nicht mehr. Oh, scheiße! Das war's. Komplett dann. Alter. Ich bin ein Schild von Rosaria. Und ich werde meine Pflicht tun. Clive? Alter. Jesus Christ, man.
Guckt euch das an. Da ist er. Alter. Mega Player. Kunde. Jetzt geht's wieder los, ey. Oh, die Mucke dazu, ey. Mist. Schön wieder mega klar. Wenn er sagt, Mist, scheint Bahamut stärker zu sein. Das ist so ein krasses Vieh, Mann, ey. Junge, Junge. Guckt euch an, ey. Ei, 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 ei. Was passiert hier, Mann? Das sieht so krass aus. Das die Draht ist so Avatar-mäßig gerade. Krass. Alter, echt jetzt? Krass. Wenn wir jetzt zu zweit gegen den kämpfen? Geile Sache. Boah, Stich. Flamme erlernt, oder? Was stand da? Stickflare? Wow, das war Ansage, Mann. Stichflare. Clive hat durch Bahamut die Fertigkeit Stichflare erlernt. Drücke R2, einen gewaltigen Lichtstrahl zu fesseln. Boah, den du mit deinem Feind richten kannst. Du kannst dies. Krass. Stichflare 2. Wenn dein Gegner den Lichtstrahl lang genug ausgesetzt ist, kommt er ins Schwanken und bricht jegliche Fertigkeit ab. Wird der Strahl für die volle Dauer auf einen Feind gerichtet, schließt der Angriff mit einer Explosion ab. Boah. Oh, das.
Oh, was ist das? Aura-Knall? Und Teddy, was sagst du? Das ist doch epochal. Episch majestätischer Kampf hier. Schön im broken Zustand. Oh, was passiert jetzt, Mann? Oh, oh, oh. Verdammt. Er ist so weit weg. Tu das nicht. Gigaflare. Epochale, nein. Ich komme dich später holen. Usch, jetzt bin Phoenix. Kämpft erneut als Phoenix. Die Steuerung Phoenix wie Feuerbrügen. Feuer und Feuerball halten. Halte Kreis und Visierung mit L. Mache Ziel an Lastkreise. Eine Salbe Feuerball. Andere Fertigkeiten. Eine Übersicht der Fertigkeiten, die dir im erwachten Zustand von Phoenix zur Verfügung stehen, findest du im Reiterfertigkeiten im Hauptmenü. Ich muss auch mal klarkommen hier. Ich weiß halt nicht, wie sinn- oder unsinnvoll das ist, das in. Boah, Junge.
in Weltraum. Ich sehe es kommen, Mann. Ich sehe es kommen. Wir werden im Weltraum landen. Jonathan, wenn wir im Weltraum sind, take my money, bitch. Also ich weiß ja echt nicht, welche Taktik hier die beste ist, außer ausweichen. Die kleinen Viecher zuerst, boah, wegnatzen, oder? Ach du Scheiß, was? Urkunde, Alter! Oh, langsam wird's auch noch. Ne? Über den Wolken. Ai, ai, ai. Oh nein! Alter, was hat er denn jetzt gemacht? Scheiße. Ah, das bricht mein Angriff dann ab, alles klar. Oh. Was zum Fick ist das? Definitiv. Ja, definitiv.
Was zum Fick ist denn das? Was verdammte Axt ist das? Eigentlich steht dort irgendwas da, ob ich ausweichen soll oder so. So, ich hab gegengeheilt. Oder muss ich einfach plus 1 zerstören, dass da. Ein Begründer! Diese Sphären absorbieren mehr Äther als ich je gesehen Jetzt, was ist das? Was verdammte Scheiße ist das, ey? Ey. Ein Begründer. Diese Sphären absorbieren mehr Äther, als ich je gesehen habe. Ey, was ist denn das? Nee, anscheinend ja nicht mein fehlender Skill. Ein Begründer! Diese Sphären absorbieren mehr Äther, als ich je gesehen habe. Thank you.
Hier, ich tue sogar gegen hier. Ah. Aha, das ist also stärker Angriff, okay. Das wurde aber unerklärt. Oh, she's sweet but a psycho, little bit psycho. Oh, was passiert jetzt, Alter? Jetzt oder nie, Joshua. Was, himmlische Strafe? Okay. Ah. Auraknall, ach du Scheiße. Nach dem Kampf quasi bereit. Darauf leer, ach du. Ja, ich komme. Oh mein Gott, Alter.
Quintessenz. Genau, komm mal wieder runter hier. Sprecher. Schon krass gemacht, ey. Alter, geil. Boom. Na, Teddy? War das episch? Jona fand es episch, majestätisch? Epochal? Was jetzt? Jetzt wird's spannend. Was passiert jetzt? Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt kommt die Arbeit rein. Klingt nicht mehr so gut. Oh. Phönix und Ifrit werden eins. Holy moly. Träume ich? Sind wir eins geworden? Junge, geil. Das sieht jetzt aus wie Weltall. Ja, Jona, jetzt sind wir im All angekommen. Krass, Mann. Das habe ich so geliebt. In Final Fantasy 7 war es Bahamut Zero im Weltall. Oh, Junge. Geile Sache, Mann. Einfach echt im Weltall, Mann. Kämpfer als Ifrit Essensus stehen verbesserte Version der meisten von Ifrit zur Verfügung. Zusätzlich zu Wildfeuer hat Ifrit Essensus auch zu
Griff auf Lichtgeschwindigkeit, eine Fertigkeit, die wie Phoenix zu schnellere Annäherung an das Ziel ermöglicht. Krass, Mann. Was passiert hier, Mann? Also ich glaube, der Kampf ist dann nicht mehr top bei hier. Das ist ja schon, wenn du einfach im All kämpfst mit zwei Drachen. Wenn man Ibrit als Drachen bezeichnen kann. Lichthieb. Krass, wenn du aus der Lichtgeschwindigkeit raus direkt einen Angriff startest. Oh. Also ich weiß noch, also mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo ich im Weltall mit zwei Drachen schon mal gegeneinander kämpfen kann. Das ist. Und schön von hinten ran an den. Langsam habe ich es raus. Boah, Stichspieler X25, X30. Junge, Junge. Statement, Jonas, zur Sachlage. Im Weltall. Geil. Oha. Was passiert jetzt? Hab gedacht, die fliegen zum Mond. Beste Kommentar in EU-West. Man weiß es noch nicht. Könnte passieren.
Himmelsgießerei, was denn das schon wieder, Alter? Nein! Fire in the hole! An 30x mit der Stichflamme zu machen, ist schon... Also, mehr geht, ich glaube nicht. Oh nein, die Terraflare! Komm! So, jetzt krümmern den Bastard. Das ist so krass, Mann. Ich meine, das mache ich in einer Nacht auf dem Kryptomond. Ja, auf jeden Fall. Er macht ernst. Okay, was war denn das da die ganze Zeit? Ihr wollt mich verarschen, oder? Wir müssen etwas unternehmen. Zeta-Player. Junge, immer wenn du denkst, so Terraflare war schon das letzte Gigaflare, Megaflare, Gigaflare, Terraflare, Zetaflare. Hey Nash, was geht ab? Oh. Das nenne ich mal eine Explosion. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich nach wie vor, wie will man einen Kampf im Weltall toppen mit von zwei Drachen? Also, Video geht jetzt schon eine Stunde, fünf Minuten, aber kannst du auch nicht unterbrechen, weil es ist ja einfach zu... heftig. Da fliegt doch der Kunde. Nichts mehr mit krasser Bahamut. Tadion. Da wurde ich auf Lunge gesnackt. Aber was für ein starker Gegner. Nashi Boy, was gibt's Neues bei dir? Was sagst du gerade? Yeah.
Clive, da erzähl Angel doch mal bitte so. Oh, Joshua. Es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was kann so bezeichnen? Was ist nur das, Bruder? Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Endlich wieder vereint. Denkt sich hier noch, wenn man Jill eintrinkt, endlich wieder vereint. Zu einer Liebe. Wieso sieht die denn eigentlich aus wie so weit? Ne, jetzt nicht mehr. Oh, Ultima. Das Glas ist für meinen Vater. Nein! Es kommt die Emotion übrig. Nein, Jona, das Spiel ist definitiv nicht vorbei. Batman Arkham, oh, das ist sehr geil. Es geht noch eine Weile. Es ist getan. Der Dämon, der uns auseinandergerissen hat, ist tot. Vater. Wenn der Arzt einen Orgasmus bekommt. Falls ihr denkt, ich erzähle Scheiße, guckt euch hier oben drüber an. Ich habe mich mittlerweile auch, weil wir ja im Weltraum waren, in meinen Astro-Suit geworfen. The Ripple in the Ass. Das bin ich ihm schuldig. Na gut. Ey, krass, ne? Wir kriegen jetzt die Kraft von Bahamut. Da hast du es, Jonah. Du willst so einen Orgasmus. Hier hast du ihn. Hier hast du ihn. Künstlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschreiten. Was ist in dich gefahren, Dion? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Der Rest kann warten. Steh nicht rum! Los! Ja, mein Herr. Meine Güte! Dion! Hast du etwa deinen Verstand verloren? Ruf sofort die Dragoons zurück! Keine Sorge, der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrex. Sie stammen von eurer Frau. Der Verräterin Annabella. Also ist quasi unsere Mutter eigentlich der Feind. Ja, ist schön, Jona. Vater.
Ich verfolge hier ein episches Spiel. Ich kann jetzt nicht Sparta verfolgen. Heute streame ich. Ich kann auch ausmachen und mir Sparta Stream geben. Oder ich kann mir diesen Film hier reinziehen. Er war ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Ich glaube, Annabelle, die findet ihr auch gut. Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Die ist... Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron. Doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht. Was? Dion, vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche... Wirst du ja nicht finden. Was wird Paris ist einzigartig. Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin. Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht? Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valis her, Bruder. Alter Verwalter. Junge! Hat er einfach seinen Vater aufgespießt? Ja gut, was huckt denn der Autorte? Würde, war klar. Die Frage war nur wann. Alter. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten, doch bist letztendlich zerbrochen. Und nun nähert Mythos sich uns. Wollte die Mucke, ey. Sehen, wie viel er ertragen kann. Los, Bahamut. Vatermörder. Scheiße. Unsere Mutter hat aber den auf die Welt gebracht. Das heißt, die ist auch irgendwie damit. Später. Du kannst hier nicht bleiben, Mutter. Komm. Nimm meine Hand. Du kriegst mich nicht!
Jetzt wird sie gleich mit dem Stein erschlagen, das wäre. Ach, du Lieber, du ahnst es nicht. Crazy shit, Mann. Zieh durch. Ai, ai, ai. Boah, es ist gerade schon echt. Das ist echt heftig geworden. Du bist nur neidisch, weil du gerade nicht schreien. Kappa! Mutter. Hey, Kopf bis Kinder geflogen. Es geht ja auch schlecht, dass die sich selber einen kompletten Kopf abschneidet. Boah. Einfach alle hops gegangen, ne? Aber brutalste Art und Weise, ne? Boah, Junge. Sieht das wieder geil aus. Wenn es Bewusstsein ist, dass eure Willen verwoben hat. Oh. Bewusstsein, die Grenzen des Ichs zwischen euren Willen weiter verwischt. Dann werden wir euch erneut entzweien. Ist die Bindung durchtrennt, wird alles, auch die Menschheit, zur alten Ordnung zurückfinden. Uiuiuiuiui. Scheiße, ist das creepy, Mann. Wer ist denn wieder Primo Genesis? Entspannt. Vereine die Flammen. Majestät. Benedikta? Die lebt doch noch? Einige Zeit später. Hä? Königliche Schlaf gemacht. Oh. Jetzt wollen sie es wissen. Ist das nicht unser Vater hier? Wollen wir spielen? Oh. So lang her. Wenn ihr es wünscht. Ha. So armselig wie alle anderen. Solch erbärmliche Wesen. Ihr besitzt die Macht der Esper und doch führen euch eure belanglosen Affekte in den Ruin. Oh mein Gott. Und so bindet ihr euren schwachen Willen. Manabul Hugo sitzt vor uns mit seinem Strafenriemen. Ein kläglicher Versuch der Selbstbewahrung. Das Schicksal hat die Söhne des Feuers wieder vereint und einen Augenblick hat ihre Flamme hell gebrannt. Ach nee. Bald ist das nie Odin? Wird ein perfekter Leib uns empfangen. Und die Welt wird neu erschaffen werden. Oder? Erst müssen die Fäden durchtrennt werden. Der Treue, des Respekts, der Liebe. Erst wenn jeder dieser Fäden vom Bewusstsein getrennt wurde, wird Mythos zu uns zurückkehren. Durch Primogenesis wird alles verlöschen. Die Menschheit wird ihre Fehler verlieren. Und Mythos seinen Willen. Doch während er ihn in sich trägt, kann er die Fäden neu verknüpfen lassen. So bitten wir dich. Finde Mythos und zerschneide sie alle. Wie soll ich zerstören, was nicht greifbar ist? Das ist unmöglich. Deine schwarze Klinge vermag alles zu zerschneiden, Odin. Wir werden eins mit Mythos. Die Welt wird erneuert werden. Nur darf unser Leib sein Mensch sein, nicht weiter in
entwickeln. Euer Wunsch, mein Herr, ist mir Befehl. Der Portmann hat halt Befehl. Okay, knallt er jetzt echt Ultima? Nee. Mutter. Ach, das ist creepy. Das ist echt das Gruseligste gerade an dem ganzen. Eine Stunde, 22 Minuten. Das Video. Junge. So. Brennt mal meine Packlauf wieder ein. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder, Freunde. Im Stream, ihr bleibt dran. Ich gehe kurz pissen. Und dann machen wir ein neues Video. Und dann mal gucken, was uns in unserem Versteck. Was sich in unserem Versteck. Denkt immer dran.